So, und damit ein Hallöchen hier zurück zu Planet Coaster, noch immer Folge, keine Ahnung, 899 vielleicht, ich weiß es nicht, zumindest viele Folgen, sehr viele Folgen. Mir gefällt die Bahn immer noch sehr gut, muss ich sagen. Doch, 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 also gerade von hier aus betrachtet ist es schön, vor allem von hier aus betrachtet ist es schön, warte mal. Oh, von hier aus betrachtet, oh, wie schön diese Bahn ist und der ganze Park, ui, fantastisch. So, na gut, sie schlängelt sich nur ein bisschen sehr weit hier rüber. Wobei sie hätte noch deutlich größer sein können. Also da geht das Feld hier die ganze Zeit außenrum lang. Da hätte man noch ein bisschen was reißen können. Na gut, darum geht es aber jetzt gerade mal nicht. Stattdessen geht es darum, dass ich eigentlich das hier noch ein bisschen schöner machen wollte. Es ist zwar schon ganz nett hier, aber dass man hier zwischendurch vielleicht so hin und wieder noch ein bisschen was versucht. Ich weiß es nicht. Oder mache ich das? Ich bin mir gerade noch nicht ganz sicher. Ich kann mal vielleicht schauen, ob ich in dem Bereich hier vielleicht noch... Achso, klar, hier fehlen noch so ein paar Bäume und Grünzeug und sowas dran. Das ist noch eine Sache, die ich machen wollte. Dass der Boden hier ein bisschen angepasster wird oder die Gegend hier. Dass man den Teil zumindest einen Ticken schöner macht. Auch hier das vielleicht. Und ja, ansonsten, wie gesagt, so ein bisschen hier dran verteilen könnte man da schon. Ich weiß nicht, wie verbäumt ich das Ganze machen will. Aber zumindest so ein bisschen was hier, ne? Muss jetzt nicht überall unbedingt das Zeug hin, aber zumindest kann man da schon mal ganz grob, naja, ein bisschen in der Gegend herumschauen, was da so alles geht und was nicht. Ein bisschen was machen. Ganz kleines bisschen, sehr kleines bisschen. Das sieht wahrscheinlich schon zu vieles Guten aus. Ja, naja, man kann eine Menge machen, wenn man das dann will. Das sieht komisch aus. Das sieht tatsächlich nicht unbedingt so wahnsinnig toll aus. So. Theoretisch müsste man da quasi überall irgendwelche Zäune drum knallen und solchen ganzen Krams. Bin ich jetzt nicht unbedingt so der Fan von. Damit hier, ne, damit hier halt niemand hinrennt und dann plötzlich im Weg steht und dann klettert jemand auf den Gleisen rum hier und dann plötzlich würde jemand schwungvoll überfahren. Das ist nicht nur für den Überfahrenden, sondern auch für die Mitreisenden hier blöd. Deswegen theoretisch, zumindest in Freizeitparks wäre da dann abgesperrt, aber naja, ne? Ist das hier ein Freizeitpark oder was? Ein realistischer, ich weiß es nicht. Ich muss aber mitfahren hier. Oh, falscher Wagen. Ist egal. Machen wir gleich, wenn er losfährt vielleicht. Muss ich nochmal machen? Habe ich jetzt gefühlt zu lange nicht mehr. War zwar letztens erst, aber naja. Trotzdem wäre es nochmal interessant. Aber die Lampignons sind schon mal ganz gut. Das finde ich gerade mal ganz schön. Die Lampen sind fast ein bisschen störend jetzt. Ich mache mal die eine hier in die Mitte hier. Vielleicht geht das dann so. Die sollten mittlerweile oben sein. Sind die oben? Na, fast. Muss ich nochmal kurz machen, einfach weil es mich interessiert. Auch bei Nacht. Wahrscheinlich ist gleich Tag-Nacht-Wechsel während der Fahrt. Dann wäre das eine sehr lange Fahrt. Aber plötzlich Sekunden... Da ist der Wechsel. Zack, Sekundenschlaf. Hey. Ist mit dem Schiff doch nett. Gut, das Seil könnte ein bisschen stören. Aber von der Fahrt her, ich finde die immer noch sehr geschmeidig. Ey. Ja, ist ein bisschen Schräglage drin, ein bisschen ungünstige Schräglage, aber im Schnitt finde ich, passt das schon sehr gut. Man ist vor allem wirklich schnell die ganze Zeit. Man ist ziemlich schnell. Das Abbremsen am Ende ist ein bisschen uncool. Es gibt ja auch keine Stelle in dem ganzen Ding, wo man mal so ein Ticken langsamer ist. Hier vorne, klar, aber ansonsten danach geht es immer eigentlich nur noch bergab. Also das ist schon sehr flott. Ist schon ziemlich flott. Ist schon enorm. Mir gefällt das hier immer noch erstaunlich gut. Dabei habe ich hier gar nicht so viel dran gemacht. Das sieht aber trotzdem halt nett aus. Gut, die Bahn ist halt ein bisschen komisch, ne? Aber dieses Gebilde hier, Landschaftsgebilde, finde ich nicht verkehrt. Ja, ich kann ja mal gucken, hier ein bisschen was hochheben. Ich habe das mit dem Szenario-Sperren noch nie ernsthaft probiert vorher, muss ich sagen. Keine Ahnung, wie sich das auswirkt. Achso, ist auch interessant. Also Bäume, das sieht interessant aus, werden auch ein bisschen bescheuert. Die bleiben dann da, okay, alles klar. Machen wir das mal so. Wäre schön, wenn die Bäume quasi mit hoch angehoben werden könnten. Das wäre natürlich toll. Das hätte was. Aber sowas gibt es hier nicht. Das ist ein bisschen angehoben hier. Bisschen schön. Na, vielleicht. Na, was heißt schön?
Wahrscheinlich darf es einfach mal nicht zu durcheinander sein. Hier können wir noch ein Hügelchen dazwischen bauen. Vielleicht kann man hier eine Verbindung dann dazwischen durchlegen. Dass man hier irgendwas Spannendes, Schönes noch macht. Ich weiß noch nicht genau was. Dass man hier dann den Weg drüber haut vielleicht. Das ging ja sicherlich. Dass man hier das meinetwegen komplett mal anhebt. Und dass man hier oben dann auch was Schönes drauf macht. Das wäre eine gar nicht so schlechte Idee, wenn das eh schon hügelig ist hier. Oh. Bringe mich selbst wieder auf komische Ideen hier. Ist toll. Ja, ein bisschen vieles Guten vielleicht, aber... Eigentlich ist genau das, was ich wollte. Zu viel des Guten. Genau das. Nee, aber das, ich denke mal, ich habe wenig, insgesamt wenig mit wirklich hohen Bergen gebaut. Wenn hohe Berge rein in, von der Landschaft her würden die hier sogar reinpassen. Deswegen, das passt schon. Dass die Bäume da gerade ein bisschen verschwinden, ja, naja. Das ist halt so eine Randerscheinung jetzt hier, ne? Also im Schnitt. Oh, von der Idee her finde ich es, glaube ich, gar nicht so verkehrt jetzt hier. Kann hier irgendwie entweder eine Aussichtsturm oder ein Fahrgeschäft drauf werfen. Man weiß es noch nicht so ganz. Dass man hier hinter den Weg irgendwie lang und hochlegen könnte. Fände ich nicht verkehrt. Müssen wir noch einzelne Stellen ein bisschen anders ausarbeiten hier. Ein bisschen schöner machen. Sodass, ich will nicht sagen realistischer macht, aber halt schöner zumindest. Klar, das hilft auch immer ein bisschen. Aber das sieht dann auch gerne mal ein bisschen sehr zu krüppelig aus. Wenn man es damit übertreibt. Wobei, das ist gerade echt schön. Erst beleidige ich das Tool und dann finde ich es auf einmal gut. Ist toll. Nee, ist schon ganz cool. Im Prinzip, wenn man es so richtig, auch hier so richtig realistisch machen wollte, müsste man sich tatsächlich auch mal anschauen, wie so ein typischer, so ein Durchschnittshügel eigentlich aufgebaut ist, wie der eigentlich aussieht. Es ist ja nicht nur, dass es einfach ein so ein großer Blob ist, sondern gerade sobald da Felsen dran sind, haben die ja meist erstmal den gewissen Aufbau im Sinne von, naja, wie das quasi, also dass man quasi nachvollziehen kann zum Teil, wie der Hügel eigentlich entstanden ist. Im Sinne von, hey, ich habe hier Felsen und dann hast du plötzlich so ein Geröll. So eine Geröllrampe. Das ist ja nicht einfach nur, dass das so eine geschwungene Sinuswelle ist, sondern dass du quasi oben einen stelleren Teil hast, da bröckelt immer mal was von ab. Und dann schüttet sich das hier unten so langsam auf zu dem feineren Krams. Dass man halt, naja, unten das quasi Sand verlaufend hat und oben dann halt ein bisschen kantiger. In dem Stil. Berge halt. Die Magie der Berge. So. Ja, insgesamt hier mal ein bisschen hingeworfen. Das wird, denke ich mal, okay sein. Ist aber gleichzeitig auch die Frage, wie natürlich diese Berge hier denn sein würden, wenn die in so einem Park sind. Ich weiß es nicht. Inwiefern da dann irgendwelcher Quatsch gefaked und rumgebastelt wird. Ich weiß es nicht. Aber gefällt mir gerade mal sehr gut. Ist schön hier. Schön. Sieht immer noch extrem nach Modelleisenbahn aus, aber das liegt vielleicht daran, dass es auch... Dass wir eine ähnliche Perspektive gerade auf diese Gegend haben. So. Auch ein bisschen aufbauen hier. Schön, 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 wunderhübsch. Ja. Das Aufrauen macht tatsächlich eine Menge aus. Es sieht nicht zumindest, also sieht zumindest nicht unbedingt realistischer aus, aber zumindest interessanter. Ja. Oder man übertreibt es. Weil es auch interessant aussieht. Verdammt, das Spiel ist zu gut. In manchen Sachen zumindest. Zumindest sind das Sachen, die man per Hand wahrscheinlich eher seltener oder gar nicht machen würde. Okay, es wäre aber super, wenn ich hier oben dann irgendwie was drauf bekommen könnte. Das heißt. Ja. Dass hier oben irgendwas drauf kommen könnte. Das wäre gut. Das wäre nicht komplett verkehrt. Weiß nicht, ob es ein Fahrgeschäft wird oder zumindest irgendwas in dem Stil. Können wir mal gucken. Wahrscheinlich will niemand diesen riesigen Weg hochlaufen, ohne einen besonderen Grund. Vermute ich einfach mal. Deswegen, ich mache trotzdem dann mal einen Weg hin. Dass wir jetzt mal so grobe Planung haben, von wegen, wie das aussehen könnte hier. Ein 6er breit ist okay. Habe ich hier auch vorher gemacht. Ist halt die Frage. Gehe ich da drüber? Nee, ne? Komme ich hier drunter durch? Vorher vielleicht noch. Oh. Ich kann dann versuchen, drüber zu gehen, ne? Oh. Habe ich auf was ausgestellt?
gebogene Gefälle. Achso, das hat sich während des, des einen, Resets hier zurückgesetzt anscheinend. Okay, okay, okay. Machen wir das hier sogar fast gerade, ne? Vielleicht doch nicht. Mist. Dann halt so hier ein bisschen später hoch. So ein kleines gerade Stück hier drin haben. Ist sicherlich nicht verkehrt. Okay, das ist schon ein bisschen zu viel des Guten. Aber passt eigentlich wunderbar. Ist schön, wenn man zu viel macht und dann geht's aber trotzdem. Ja, ich habe keine Ahnung, ob hier jemals jemand langlatschen wird, aber anbieten kann man es zumindest schon mal. Falls jemand einfach mal auf die andere Seite will. Oder mal, hier oben muss halt irgendwas Interessantes sein. Das hilft halt auch immer doch ziemlich gut. Ne? Wie motiviert man Leute, irgendwo hinzugehen, indem man es interessant macht? Das wird ein unheimliches Gefälle hier. Das wird ein bisschen schief. Oh, da komme ich sogar ziemlich gut drumherum hier. Das ist nochmal schön, so als Workout hier. So ein paar hohe Treppenstufen. Muss man schon fit sein, wenn man hier lang will. Sieht das okay aus? Ah, sieht ein bisschen bescheuert aus. Ein bisschen runter hätte ich es noch legen können. Ja, vielleicht nicht so viel. Warte. Nein. Warum will ich das jetzt von da unten aus versuchen? Ich weiß es nicht. Ja, so ist gut. Das ist total hübsch. Ja, hat was, hat was. Okay, okay. Wie sieht's hier aus? Liegt da... Achso, das sind Tauben. Ich dachte gerade, hä, liegen da Müll rum? Da ist doch Mülleimer. Alter, der Müll fliegt gerade weg hier. Ja, na gut. Ist doch kein Müll. Okay, jetzt wird da noch niemand lang gehen. jetzt wird da noch niemand lang gehen. Hallo? Jetzt wird da noch niemand lang gehen. Niemand, der zählt. So. Aber irgendwas muss da oben dann halt noch hin, wenn das dann glaubwürdig sein sollte oder schön werden sollte. Ah, ist schön, ne? Hatte ich überhaupt nicht vorgehabt, hier sowas zu machen. Zack, hat man trotzdem Projekt. Ist total gut. Finde ich schön. Das heißt, selbst wenn man gerade mal begrenzt viel Kreativität besitzt oder vorhat, manchem bietet es sich an, einfach mal einfach anzufangen. Und dann irgendwas entwickelt sich dann. Ist, glaube ich, nicht unbedingt selten, ne? Dass viele der Ideen halt wirklich in dem Moment kommen, wenn man erstmal angefangen hat. Mal so als Hinweis oder als Erfahrungsbericht. So. Das ist schon mal gut. Ich finde es auch schön, wie hier, dass sich quasi... Wie quasi die hervorstehenderen Stellen der Steintextur quasi erst benutzt werden. Quasi, dass man halt. Ne, dass es halt in dem Sinne realistischer aussieht, dass man nicht einfach nur alles hier leicht übergeblendet hat, sondern die Sachen, die tendenziell rausstehen würden, dass man die dann eher erkennt als die Sachen, die quasi im Hintergrund wären. Also wenn da Sand zum Beispiel drauf liegt, dass der Sand halt in diesen Rillen bleibt von den Felsen und dass die, dass der Sand halt nicht überall gleichmäßig genau drauf verteilt ist. Ne? Wie das halt so realistisch wäre, dass der Sand halt in die Rillen da reingeht. Das kennt man ja vom letzten Besuch am FKK-Strand. So, dass der Sand in die Rillen geht. Okay, was mache ich da oben hin? Haben wir noch irgendwelche schönen Sachen? Bäume fehlen hier noch, klar. Aber fehlen hier noch irgendwelche... Was haben wir hier an Fahrgeschäften? Was haben wir denn da? Haben wir das Ding? Haben wir auf jeden Fall. Was haben wir denn alles noch nicht? Das Hammerswing-Ding wäre natürlich oben sehr groß gewesen. Wir haben ein bisschen zu viel des guten Oktopus. Habe ich gar nicht, ne? Ah, das da oben interessiert halt auch keinen. Würde ich mal sagen. Vor allem ist echt nur ein bisschen klein hier. Huh. Muss ich das da wirklich größer machen? Ich mit Stützen sieht es auch bescheuert aus. So ein Ding. Könnte man fast machen, ne? Ah, ich habe sowas ja schon, oder? Da ist eins, ja. Teacups, habe ich die Teacups irgendwo? Habe ich die Teacups irgendwo hingeworfen? Den Klassiker hier?
Sind die irgendwo? Ich glaube nicht, ne? Die sind halt auch sehr groß. Für hier, hier oben zumindest. Ha. Ha. Das ist albern. Was haben wir denn noch so alles an Sachen hier? Ich habe ja Sachen erforscht hier. Glaube ich. Da, siehst du mal. Cloud Runner. Okay, das ist schön. Halt mit den, ne? Heißen die Wing Coaster? Ich glaube, ne? Dass die an der Seite sind. Was haben wir hier? Magic Cuts fand ich ganz aufregend. Spezialeffekte. Spezialeffekte. Achterbahn. Schienenüberkreuzung. Okay, was haben wir noch? Ich hätte gerne Nervenkitzelfahrgeschäfte und Familienfahrgeschäfte. Dass wir halt mehr zu bieten haben als nur Achterbahn. Wenn das Ding heißt, weil das man Achterbahn bauen sollen hier, aber man kann es auch übertreiben. Beziehungsweise so eine gewisse Abwechslung ist nicht komplett verkehrt. Ah, wie grün das hier mittlerweile geworden ist, ne? Das finde ich einmal gut. Achso, ich wollte gerade sagen. Okay. Ansonsten, nächstes Mal können wir uns dann noch weiter um die Achterbahn kümmern. Hier von wegen mindestens 7 Spaß, höchstens 4 Übelkeiten, mindestens 8 Inversionen. Das wird halt noch interessant werden. Vielleicht, ne, in dem Bereich würde ich das nicht machen. Inversionen, das könnte man halt wirklich hier rum machen oder sowas. Oder insgesamt halt, ja, wo würde ich das machen? Oder hier hinten noch hin? Ich bin mir gar nicht sicher. Oder mache ich das, fange ich das doch hier hinter irgendwo an? Ich meine, hier hätte man zumindest genügend Platz, um irgendwelche Quatsch zu machen. Beziehungsweise genügend Hoch- und Runterplatz quasi. Oder durch die Landschaft eine Inspiration, wie es denn aussehen könnte. Ah, das hier laufen tatsächlich Menschen lang. Ist toll. Hat was, hat was. Man kann auch hier einfach nur einen riesigen Verkaufstempel hinbauen. Und hier muss man irgendwie einen Aufbau drauf. Das sieht nicht schön aus. Tja. Fahrgeschäfte. Ich will trotzdem nochmal hier die Teacups irgendwo hinwerfen. Könnte man wirklich auch dann hier hin machen. Hier drüber vielleicht? Vorne? Ja. Ja, wäre glaube ich nicht verkehrt. Machen wir es so. Ein paar Teacups. Eingang platzieren. Achso, das Ding war kaputt. Stimmt, genau, genau. Kam ja die Meldung. Von wegen, kaputt. Und dann dachte ich mir, kaputt. Weil diese Meldung kam. Eingang platzieren. Hier. In diesem Bereich. Platzieren wir die Eingang. Mit 15%. Knickerei. So, abgelenkt, ne? Dass die Leute bloß nicht zu schnell hier hinkommen. Werden die voll reingelegt. Hey, Knickerei. So. Und auf das Ding. Prestige 200, ne? Ist halt nicht viel der Eingangsbereich. Ist halt hier echt mal nicht schön. Man könnte halt gucken, dass man hier auch noch irgendwas in dem Sinn Interessanteres macht. Hier, wie wäre es mit so einem kleinen Teich? Da haben wir jetzt so ein paar, aber hier haben wir noch gar keinen. Können wir hier eigentlich hinmachen, ne? Oder dass man hier drunter, dass man deswegen. Das wäre es doch, dass man hier drunter einen Teich macht und der Weg dann hier drüber geht, so. Ha. Huh. Na, ist auch nicht verkehrt. Warte mal. Nicht verkehrt. So. Nicht verkehrt. Da mache ich jetzt zurück mal ein bisschen runter. Das Schöne am Wasser ist, man muss quasi nicht so viel Landschaft hübsch machen. Man kann einfach sagen, da ist jetzt Wasser. Passt schon. Und plötzlich hat man dann eine Ausrede. Könnt ihr jetzt hier eine Art Amsterdam-Bereich drauf bauen? Das wird bestimmt äußerst überzeugend. Ja, so als Anfang ist es gut. Aufgewühltes. Ruhiges Wasser. Oh, ja, besonders hübsch. Das passt zumindest in die Gegend. Das geht schon mal. Das geht. Das ist in Ordnung. Hätte ich mal behauptet. Nein, das soll geglättet werden. Ja, es kann ruhig so ein bisschen hier so ein kleiner Damm sein, das ist in Ordnung. Ein bisschen Verlust ist immer, ne? Und dann geht das ja nochmal ein bisschen in die Richtung runter vielleicht. Ja, wunderhübsch. Kleiner weiterer Bergsee. Ist toll. Gefällt mir noch gut. Was? Nee. Halt. Das hier war zu sehr aufgeraut. Okay. Das ist ein kleines bisschen hügelig sein. Das sieht echt aus wie so eine überdimensionierte Pfütze jetzt, ne? Weil das so hoch ist, das Wasser. Ich finde es gerade mal eigentlich nicht verkehrt. Oder man macht es vielleicht einen kleinen Tick tiefer.
Das ist besser, glaube ich. Ja, das ist besser. Das ist besser. So. Der Weg. Achso, warte mal. Nee, bevor ich den Weg mache, erstmal noch ein bisschen, Los Opticos verändern hier. Die Erscheinung nach außen. Das sieht schon viel schöner aus. Ja. Bisschen sehr viel Sand, aber so muss es sein. Genau, so ein paar bisschen was Felsiges rein hier. Aber das ist auch schön. So. Sieht aber jetzt schon fast ein bisschen karibisch aus, ne? Und von der Landschaft her, es ist ja tendenziell eher so eine trockene Gegend hier. Ich meine, das würde schon passen. Wir sind quasi im grünsten Bereich, den man überhaupt finden kann hier. Aber, ne, so von der Art her passt das, denke ich mal, schon. Kann ruhig ein bisschen sandiges ran hier. Ist das denn nicht tendenziell so ein Ticken tropisch? Ich mache das eigentlich gerade mal viel zu alpisch schon wieder. Also viel zu sehr nach Alpen hier. Das ist halt gefühlt das, was ich kann. Tja, wenn man halt sonst nichts kann, dann macht man halt das, was übrig bleibt quasi. Ja. Also von den Sachen her ist es tendenziell schon eher so ein Ticken tropenlastiger, als ich das eigentlich hier gerade mal sage. Auch hier wieder, hier kommen die Blätter erst durch, als dass der ganze Rest dahinter kommt. Also die Blätter kommen quasi in verschiedenen Schichten durch, was man halt merkt. Was ich sehr hübsch finde. Oder eine schöne Vorgehensweise des Spiels. Und das sieht jetzt sehr komisch gemischt aus. Ja, das ist super. Ja, gefällt mir sehr gut. Also die Tools hier zum Landschaft bearbeiten sind schon sehr, sehr ordentlich. Da kann ich mich keinesfalls beklagen. So. Landschaft. Fantastisch. Ja, ist echt hübsch. Okay, der Weg. Musste noch hingeführt werden, aber dann haben wir auch hier wieder was gemacht. Ein wenig was geleistet. Sind es, hat er eine Breite von 9? Ich mach mal 8 draus, ne? Stört die Kante, ich mache das mal kurz weg hier. Es sieht halt ein bisschen komisch aus an der Stelle, aber ich mache das nochmal weg. Oh. Das Terrain hier so ein klein Ding runter geht. Weil das gefällt mir nicht mit dieser Kante. Wahrscheinlich kriege ich das jetzt gar nicht mal schön genug hier rauf, ne? Vermute ich mal. Befürchte ich mal. Na, so geht's auch. Das andere war fast besser, aber so geht's auch. Okay. Ein bisschen hier rüberziehen. Muss das hier hoch am Ende? Ja, ne? Das wird so ein bisschen blöd aussehen. Aber hoffentlich geht das. Na. Ich ziehe das mal insgesamt ein Stück höher. Also, dass das hier alles halt nach oben geht. Ups. Ist, glaube ich, doch dann hübscher und schöner und sowieso Wege. Hallo? Das ist auf jeden Fall zu groß. Okay. Ich krieg das hin. Ja, ist besser. Wobei, ich bin mir nicht sicher. Im Prinzip hätte ich das schon gerne so flach. Machen wir es doch wieder flach. Kann ich das hier vorne dann gleich mal hochziehen, gefühlt? Ja, dann passt das hier mit. Ja, ist besser. Und hier komme ich oben drauf. Ganz fantastisch. Ja. Dass es jetzt auch so ein bisschen breiter ausgelegt ist. Und schon ist da eine Taube, ne? Wie gesagt, der fliegende Schmutz. Der fliegende Müll. Ich habe nichts gegen Tauben. Das ist nur, weil es mir das vorhin so vorkam. Ja, ist okay. Es ist in Ordnung, denke ich mal. Ich sehe in Ordnung. Oder man könnte gucken, dass man das jetzt von hier irgendwie zurückzieht und dann da sinnvoll anschließt. Aber ich denke mal, es geht so auch. Die schweben so ein bisschen. Das ist okay. Sollen sie halt schweben.
Da haben sie Spaß bei, ne? Ich sehe das schon. Gut, damit ist diese Folge aber auch schon zu Ende. Eigentlich gefühlt nichts geschafft, außer, hey, ich habe einen Berg gebaut und hey, ich habe Wasser gemacht. Toll. Na gut. Beim nächsten Mal machen wir weiter mit was Sinnvollerem. Vielen Dank fürs Zuschauen hier bei Planet Coaster und bis zum nächsten Mal. Tschüss.